Ich glaube, das hätte ich nicht ausgehalten. Ich denke mal, der Fuß ist so der empfindlichste Körperteil, weil da ja auch die ganzen Nerven drunter liegen und so. Und ich wüsste nicht, ob ich mich das getraut hätte. Also da muss ich sagen, da war ich wirklich schockiert, dass er das gemacht hat. Erstens wegen den Schmerzen und gleichzeitig aber auch, wie nennt man das, begeistert oder überrascht so. Dass der das für mich getan hat, das ist schon enorm gewesen. Glaubst du, der hat das auch gemacht, weil er ein bisschen Angst hat, die Beziehung könnte darunter leiden? Ich denke mal, dass er das gemacht hat, dass er Angst hatte, dass ich laufen gehe oder so. Aber ich würde meinen Mann niemals, niemals verlassen, nur wegen Schweißfüßen oder weil er schnarcht oder so. Also das ist totaler Quatsch. Wer das macht, also ich denke mal, dann wäre auch gar keine richtige Liebe vorhanden. Also ich würde es niemals machen. Gab es eigentlich bei der ersten Hochzeit einen Antrag? Bestimmt, oder? War das schön damals vor 10 Jahren? Hat das schon einen Antrag? Jetzt gab es ja nicht so wirklich einen Antrag. Das ist jetzt eine Erweiterung sozusagen. Also bei unserer Das ist Hochzeit, einfach mit, als wir vor 10 Jahren also standen, das habe okay, ich gerade. als wir vor zehn Ich habe Jahren, noch gesprochen, Entschuldigung, bitte. als wir vor 10 Jahren standesamtlich geheiratet haben, da gab es keinen extra Antrag. Wir haben das zusammen beschlossen, wir haben gesagt, wir machen das jetzt. Und der Frank, der hat schon nach einer Woche gesagt, ich möchte dich heiraten. Und das war bei uns beschlossene Sache. Wir sind uns da gemeinsam zum Standesamt gefahren, haben das Aufgebot bestellt und so, weil wir uns halt darauf gefreut haben. Und nee, das war eine gemeinsam beschlossene Sache. Nun habt ihr damals nicht in Weiß geheiratet, ne? Ist das etwas, was dir immer gefehlt hat? Ja, wir haben damals nicht in Weiß geheiratet, wir haben nur standesamtlich geheiratet, da hatte ich dann ein rotes Kleid gewählt. Und ich denke mal, der Traum einer jeden Braut ist es, in Weiß zu heiraten. Und ja, das war halt damals nicht so. Wir haben das klein gemacht, ich hatte zwar ein tolles Kleid, der Frank hat den schicken Anzug, der hat dann auch damals schon viel Geld gekostet. Und wir haben dann halt auch nur die engsten Freunde und Verwandten eingeladen. Also ich glaube, das waren oder so mit Eltern und Tante und Bruder und Cousinen und was weiß ich, wer da noch alles dabei war. Nicht in Weiß gehalten, auch weil es sich Geld gekostet hätte. Ihr habt vorher ein Haus gekauft. Kannst du vielleicht dazu was sagen, dass es auch finanziell was Ja, ist? während das Haus hatte der Frank ja schon, ne? Ist doch egal. Ist egal. Renoviert, Renoviert genau, oder so, oder? Umbauarbeiten und so weiter hatten wir ja. Spielt finanziell auch das auch eine Rolle, dass ihr da nicht in Weiß gehalten habt? Ja klar spielt das finanziell auch eine Rolle. Ich meine, wir sind ja keine Millionäre, wir gehen beide ganz normal arbeiten und wir mussten auch gucken, dass hier das Haus weiter renoviert wurde und war so viel zu machen. Dann ist halt nicht genug Geld da, entweder für das eine oder für das andere. Und jetzt? Ja, und jetzt sind wir soweit fertig hier. Es war immer so noch einige Baustellen zu machen, aber jetzt können wir uns ein bisschen so entspannen und ja. Jetzt würden wir das mal gerne in Angriff nehmen. Ist das vielleicht diese Wochen? Das kostet ja doch Geld, ne? Zum Heiraten in Weiß, in Amerika, in Vegas. Da muss man schon genau hingucken, wie man das Geld da einsetzt, verteilt und so, oder? Dass das nicht aus dem Ruder läuft. Also, ich denke mal, wenn wir jetzt nach Las Vegas fahren, wir müssen jetzt überhaupt mal gucken, wie teuer das ist. Hotel, Flug und so. Also verausgaben möchten wir uns jetzt nicht deswegen, aber wir möchten es so schön wie möglich machen. Und ich gucke jetzt mal wegen einem Kleid oder wegen einem schönen Ring oder keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und jetzt darf das jetzt nicht natürlich in die Tausende gehen und müssen mal gucken, was wir zur Verfügung haben. Wir haben ja auch da noch ein Sparschwein. Und dann werden wir mal gucken, was da möglich ist. Wie stellst du dir die Hochzeit denn vor? Warum Amerika und was passiert dann in Las Vegas? Ja, in Las Vegas, da heiraten ja viele und da kann man ja auch eine Kapelle wählen und hat man ja schon öfters im Fernsehen gesehen. Und die haben ja da so romantische Orte. Ja, und das ist halt so was, wie man sich dazu vorstellt, ne? Also wenn das wirklich so ist, wie man es so im Fernsehen oder in den Medien sieht, dann wäre das schon ein Traum. Ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, oder?
Ja, ist zwar was kitschig, aber wir sind ja auch kitschig. Also wie man hier sieht, wir haben ja auch hier viel so, was soll ich, Kinkerlitzchen rumstehen und warum nicht? Ich finde, das passt zu uns. Und Trauzeuge, Elvis und Marilyn oder wie sieht's aus? Ja, Trauzeuge, ich weiß nicht, ob man in Amerika unbedingt Trauzeuge haben muss oder braucht, keine Ahnung. Aber die stellen ja da auch zum Beispiel Elvis Presley hin oder Michael Jackson. Und ich finde, das gehört halt dazu, wenn man in Amerika heiratet dann, oder in Las Vegas, dann sollte sowas auch vorhanden sein, ne? Und die anderen Sachen noch, irgendwie so eine Fahrt in einem offenen Cabriolet oder ein besonderes Hotel, was schwebt dir so vor? Was sind so die Träume? Ja, ich meine, ein Cabrio, das wäre natürlich auch schon ein Traum, in so einem alten Cadillac oder so, keine Ahnung. Also wie gesagt, wir recherchieren mal, was die da so anbieten und dann können wir immer noch mal gucken und drüber reden. Also gewisse Vorstellungen, ich hole mir da jetzt mal ein paar Anregungen, ne? So konkrete Vorstellungen habe ich dazu jetzt noch nicht, aber ich werde schon welche finden. Okay, das Sparschwein muss leiden. Das Sparschwein muss leiden, ja klar. Also ich finde eine Hochzeit in Weiß, wenn man den Mann gefunden hat, den man liebt. Und ich habe immer gesagt, ich heirate nur einmal. Ich wollte früher nie heiraten, bis dass ich meinen Frank kennengelernt habe. Das war halt immer ein Traum. Und ja, ich denke mal, damit ist die Ehe so gefestigt oder so, wie wir es gerne hätten.